Die beiden sind sich richtig nahe gekommen. Das waren Susannes Worte. Das war sicher ein sehr schöner Abend. Ey, eins schwör ich dir, wenn dieser Miskerl meine Freundin anhält. Eifersüchtig? Auf diesen Typen. Schau mal, da kommen die beiden. Was, wo? Er fasst sie an. Er kann doch Anna nicht einfach so antatschen. Dieser Idiot. Der Idiot bist du, wenn du nicht aufpasst. Und jetzt lern mal richtig Muffins zu essen. Konstantin, diese Juristenwurst regt meine Freundin an und ich soll grinsend daneben sitzen? Keiner erwartet von dir, dass du grinst. Und es ist ja überhaupt noch nichts passiert. Noch. Danke, Jungs. Und jetzt? Ich muss zu Anna. Ey, aber bleib cool. Ich glaube, du kannst Anne jetzt nicht sprechen. Wo ist sie? Duschen. Du kannst mir viel erzählen. Paul. Wo ist er? Weißt du, wen er meint? Ihr beide habt jetzt sturmfreie Bude und könnt in Ruhe reden. Wie, ihr seid allein? Ja. Wer zum Teufel glaubst du wohnt hier noch? Und? Hast dich gut amüsiert mit Lars Schneider? Ach, so ist das. Ihr wart vorhin zusammen frühstücken. Ja, warum nicht? Das geht aber schnell bei dir. Kannst rauskommen, Lars? Mein Gott, er ist nicht hier. Du bist völlig grundlos eifersüchtig. Sieh noch mal unter meinem Bett nach. Oder hier? Hallo, Lars, du kannst rauskommen. Zum dritten Mal, es tut mir leid. Aber mehr als entschuldigen kann ich mich doch nicht, oder? Doch, du könntest etwas mehr Vertrauen haben. Anne, ich will dich nicht verlieren. Und gegen Typen wie Lars, da kann ich einpacken. Mensch, er ist in deinem Alter. Wenn du mit ihm zusammen wärst, dann bräuchtet ihr nichts verheimlichen. Er hat Geld, er hat eine eigene Kanzlei. Willst du mir gerade meinen Nachbarn schmackhaft machen? Shit, nein. Aber warum wart ihr zusammen frühstücken? Wir sind uns auf dem Gang zufällig begegnet. Die gleiche Idee zur gleichen Zeit. Kaffee und Croissant. Und deswegen muss man sich abends stundenlang unterhalten. Wer weiß, was für schmutziges Zeug ihr da bequatscht habt. Lang und vor allen Dingen schmutzig, du sagst es. Also habe ich doch recht. Ich bin zu Lars gegangen, weil ich nicht die ganze Zeit mit deiner Mutter reden wollte. Die hat mich total in Beschlag genommen. Und deswegen musst du gleich zu Lars flüchten. Wenn man sich mit jemandem unterhält und die ganze Zeit aufpassen muss, dass man sich nicht verrät, dann ist es sehr anstrengend. Hm, das glaube ich dir gerne, aber deswegen musst du nicht gleich mit Lars flirten. Es war eine nette Unterhaltung, kein Flirt. Meine Mutter sieht das ein bisschen anders. Deine Mutter war auch beschwipst? Hey, der einzige Mann, der mich interessiert, bist du. Komm, setz dich. Wo kommst du denn her? Von draußen. Mhm. Er ist manchmal etwas schüchtern. Mhm. Ja. Wo kommst du eigentlich her? Ich dachte, du musst Taxi fahren. Darf sich deine arme Mutter nicht mal eine kleine Pause gönnen? Schließlich habe ich noch Nachtschicht. Oh, da ist Anne. Oh. Anne! Oh. Komm, reiß dich zusammen. Was denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Sie ist eine Lehrerin, sei ein bisschen nett zu ihr. Hallo. Hallo. Und, hast du dich von dem gestrigen Abend gut erholt? Na klar. Bei so einer charmanten Unterhaltung kein Wunder. Ja, das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Sind Sie nicht reizend? Da ich doch heute Abend einen kranken Kollegen vertreten muss und Carla auch nicht da ist, geht ihr beiden doch zur Benny Grossman Band. Hey, die sind echt heiß. Danke dir. Bitte schön. Anne, du kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Allein auf ein Konzert zu gehen, das ist eher mäßig unterhaltsam. Ich weiß nicht. Na, du musst für mich hingehen. Ich will die Karte nicht verfallen lassen. Hm? Also gut. Super. So. Oh nein.
Ich kann heute nicht. Ich muss mit einem Mandanten zum Essen. Kannst du das nicht verschieben? Ich kann das nicht bringen, so leid es mir tut. Oh, Gregor! Was denn? Was machst du denn heute Abend? Ich muss arbeiten. Ich muss ja. Ach, weißt du was? Dann nehme ich halt die Karte. Du? Ja, also so übel finde ich die Benny Grossman Band jetzt nicht. Ich wundere mich einfach. Sonst nölst du immer nur rum, wenn ich eine CD von denen auflege. Ja. Aber das ist live. Und die Bühnenshow soll super krass sein. Na, Hauptsache die Karten verfallen nicht. Hm? Ja. Es tut mir wirklich leid, dass es nicht geklappt hat. Aber vielleicht können wir ein anderes Mal was unternehmen. Na klar. So, jetzt muss ich mich aber beeilen, wenn ich Charlie noch rechtzeitig vom Bahnhof abholen möchte. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Ciao. Ich würde auch gern zahlen. Ja, ich komme gleich zu euch. Hier. Du hast bestimmt Verwendung dafür. Aber ich dachte... Du musst jetzt nicht höflich sein. Ich wäre früher mit meiner Lehrerin auch nicht gern auf ein Konzert gegangen. Susanne, sei mir nicht böse, aber es käme mir irgendwie unpassend vor. Paul ist mein Schüler und... Nein, nein, du hast ja völlig recht. Es tut mir leid, dass ich nicht selber drauf gekommen bin. Hm? Stimmt so. Danke. Kommst du mit? Nein, ich bin noch verabredet. Mit Konstantin. Alles klar, bis dann. Ciao. Hallo. Hallo. Ciao. Na? Du, ich muss noch mal ganz kurz hoch zu Anne. Bist du nachher noch da? Mein Vater, deine Mutter ist doch noch unten. Nee, Susanne ist längst weg. Ja, und ich habe auch aufgepasst, dass mich keiner sieht, als ich hochgekommen bin. Na, hoffentlich. Du bist ganz schön gerissen. Wieso? Na, die Nummer, die du mit Susanne abgezogen hast. Ich habe echt gedacht, du kommst nicht mit zum Konzert. Das war auch mein Ernst. Du kannst aufhören, es hört keiner mehr zu. Anscheinend verstehst du mich nicht. Paul, ich werde nicht mit dir auf dieses Konzert gehen. Wo ist dein Problem? Selbst Susanne fand es okay, dass wir zusammen hingehen. Es mag sein. Mir jetzt gereicht, dass uns die Adelmeier fast erwischt hätte. Ich will sowas nicht nochmal erleben. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass die Asemeyer auf ein Konzert der Benny Grossman Band geht, oder? Mensch, Paul, das ist nicht witzig. Wir beide dürfen uns in Zukunft auf keinen Fall mehr zusammen in der Öffentlichkeit blicken lassen.